Hallo zu einer Praxisfolge Reptil TV. Unser Thema heute ist ein ganz spannendes, und zwar geht es um die Befruchtung. Also die Befruchtung bei den Reptilien, wie die mehr oder weniger vonstatten geht, beziehungsweise ein paar Sachen, die ich euch da dazu sagen kann oder will. Hier gleich mal als Einstieg, hier habe ich drei so Geckos in dem Schächtelchen. Das sind die sogenannten Jungferngeckos, Lepidodactylus lugubris. Eben die heißen Jungferngecko, weil sie sich parthenogenetisch vermehren. Das heißt, man hat ein Tier und das eine Tier legt immer wieder Eier, produziert Eier, die dann befruchtet sind. Und so gibt es immer weitere Jungferngeckos. Gibt es schon in der Terroristik schon lang, schon seit ich in der Terroristik bin, oder seit 25 Jahren oder so, kenne ich die eigentlich schon. Hat mich bis jetzt immer fasziniert, weil es natürlich toll ist, wenn ich ein Terrarientier habe, das sich mehr oder weniger fast von ganz automatisch vermehrt. Das sind hier so halbwüchsige Tiere. Wenn die dann größer sind, die Weibchen, sieht man unten sogar die Eier ein bisschen am Bauch, kann man dann so erkennen. Es sind dann zwei Eier drin, die klebt die Eier irgendwo hin und da schlüpfen die Babys raus. Wie gesagt, das Ganze ohne jemals befruchtet worden zu sein. Das ist allerdings auch bei den Reptilien eher ein bisschen die Ausnahme. Was aber gängig ist bei den Reptilien, dass nicht so klassisch wie beim Säugetier so ein enges Zeitfenster für die Befruchtung besteht. Oder ich glaube, gutes Beispiel, ich glaube, ich habe mal gehört, Pandabären haben nur einmal im Jahr für 36 Stunden oder was, sind die empfängnisbereit, die Weibchen. Das ist bei den Reptilien genau andersrum. Ein Reptil kann, oder fast alle Reptilien speichern Sperma über einen gewissen Zeitraum. Da kommt auch oft die Frage von Terrarianern an mich, die mir sagen, du, meine Schlangen haben gepaart, wann legt die denn Eier? Wann die gepaart haben, hat mit dem Eierlegen fast gar nichts zu tun. Ne? Natürlich müssen sie oder die meisten Reptilien müssen irgendwann mal paaren, damit sie sich fortpflanzen können. Wann das geschieht, ist relativ wurscht. Die Weibchen speichern das Sperma und sind dann in ihrem Fortpflanzungszyklus und irgendwann bei der Ovulation wird das Ei befruchtet. Das Sperma, was in dem Tier drin ist, kann aber schon ein halbes Jahr oder gar ein Jahr oder sogar zwei Jahre alt sein. Ne? Also Beispiel Königspython als klassisches Terrarientier ist gut möglich, dass das Sperma noch vom Vorjahr in dem Tier drin war. Es kann sogar auch sein, ihr habt ein Tier, ihr bepaart es mit irgendeinem anderen Männchen, jetzt einfach um was zu nennen, ihr habt ein Weibchen, bepaart es mit einem Pastellmännchen und die Babys schlüpfen und da ist kein einziger Pastell drin, sondern es gucken irgendwelche Spider raus. Das kann das Sperma vom Vorjahr gewesen sein. Ne? Die können das Sperma so lange speichern, dass es durchaus möglich ist, die Befruchtung vom Vorjahr ist. Ne? Das gilt nicht nur für die Königspython, das gilt für viele andere Reptilien auch. Was auch spannend dazu zu sagen ist, ein Weibchen kann Sperma von verschiedenen Männchen Sperma drin haben. Also es kann sogar selbst von drei, vier, ich weiß nicht, nach oben hin, also erlebt habe ich es selber schon öfters, dass selbst von drei Männchen das Sperma drin war. Also ihr habt es meinetwegen dieses Jahr mit einem Pastell verpaart, dann habt ihr mal noch ein Mojave zum Paaren drin gehabt und vom Vorjahr waren ein Spider drin und das Gelege schlüpft, ihr habt Spider, Mojave und Pastell, ne, aus verschiedenen Eiern. Das ist einfach dieses gespeicherte Sperma. Ja, also so kann es ja oft zu Verwechslungen führen. Ne? Man hat ein Weibchen, man züchtet damit, da kommt was ganz anderes raus. Also müsst ihr zurückdenken, was habe ich im letzten Jahr verpaart, kann damit zu tun haben. Was natürlich nicht geht in dem Zusammenhang, auch ganz gut zu nennen, wenn jetzt zwei Männchen das Weibchen bepaart haben, ein Pastell, ein Mojave, dann kann natürlich nicht ein Pastell-Mojave-Baby rauskommen. Ne? Also es können nicht zwei Männer das Sperma fürs gleiche Jungtier bringen, das geht natürlich nicht. Aber die zwei Männchen können dieses Ei und jenes Ei befruchten. Ja? Wie gesagt, durchaus gängig. Das Ganze, wie gesagt, nochmal nicht nur für die Königspython, gilt für fast alle Reptilien. Es gibt einige Reptilienarten, Leopardgecko als gutes Standardbeispiel, die paaren einmal im Frühjahr und dann legen die das ganze Jahr über, machen die 4-5 Gelege das ganze Jahr über und werden also in dem Falle auch nur einmal im Jahr vom Männchen bepaart. Also die meisten Leopardgecko-Züchter, die ich kenne, verpaaren ihre Weibchen einmal im Frühjahr und dann kriegen die 3, 4, 5 Gelege
jeweils zwei Eier von ihren Leopardgeckos. So funktioniert ganz grob die Befruchtung bei den Reptilien. Gibt da natürlich noch andere Ausnahmefälle oder andere Reptilien, aber so die gängigen Terrarientiere, die wir haben, da passt es ganz gut, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Und nach dem Schema könnt ihr euch erstmal richten.